Hallo und schönen guten Abend hier bei der Erkner-Gruppe in Rüdersdorf. Wir haben uns heute mit Markus getroffen. Heute mal wieder Thema Old- und Young-Thema und mal markenfremd. Wir haben uns heute mal für einen Vectra 2000 entschieden, ganz besonderen Vectra, tolles Auto. Markus wird euch jetzt mehr zu seinem Fahrzeug erzählen und von daher geht's weiter. Hallo, ich bin der Markus. Das ist mein Vectra 2000. Ist in dem Sinne ein etwas anderes Fahrzeug also als ein normaler Vectra. War ursprünglich die Vorstufe vom Vectra Turbo. Hat nur einen 2 Liter 16V und keinen Allradantrieb. Ist aber vorgerüstet, hat die gleiche Bodengruppe wie der Calibra. Verspoilerung ist auch anders als beim normalen Vectra und so viele wurden von dem Fahrzeug nicht gebaut. Mittlerweile stand, letzte Woche sind noch angemeldet, 127 Stück, glaube ich, waren es noch. Und das war es im Großen und Ganzen erstmal. Warum habe ich das Auto? Ich habe vor, ist schon Ewigkeiten her, also ich glaube, ich war noch 15 oder 16, das ist schon ein paar Jahre her. Ja, also mein Schwiegervater, der Erste, der hatte den damals, ich fand den super, wollte den unbedingt mal haben. Wie gesagt, ich wusste es aber nicht, dass er den besitzt. Und dann sind wir losgefahren, also wollten losfahren und er meinte, er hat zu mir gesagt, ich so, also unten den Vectra gesehen, super Auto, finde ich total schön, muss ich mir unbedingt mal angucken. Er drückte auf die Fernbedienung, das machte piep piep und dann war komplett die Liebe entbrannt zu diesem Fahrzeug. War dann aber leider zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, dass man sagen kann ich mir leisten. War einfach zu teuer in allen in den. Man hat mir aber immer geschworen, irgendwann kaufe ich mir so ein Auto. Und zig Jahre später steht er nun da. Nicht mehr ganz original, aber so weitestgehend wieder zurückgerüstet. Ja, ein bisschen was hast du erzählt zum Auto. Ja. Für mich auch wieder so, mal sagt man aus der Fremdmarke, ein unheimlich tolles Auto. Alleine schon dadurch, dass wir natürlich nicht so eine Serie von 1 Million Fahrzeugen haben, relativ kleine Stückzahl. Super bekannter, toller Opel-Motor, 2 Liter, 16V, 150 PS. Genau. C20XE. Genau. So heißt er richtig. Und der Motor ist ja bekannt für eine gute Leistungsentfaltung, für eine Stabilität und mit den entsprechenden Anbau- und Kleinmaterialien natürlich auch für einen guten Ton. Ja. Ja, aber ich denke, da erzählst du selber was zu, da bist du besser drin. Ja, also wie gesagt, Grundmotor ist wie gesagt der C20XE. Nicht mehr ganz Serie, also andere Nockenwellen drin, andere Auspuffanlage drin. Eine Einzeldrosselanlage von Debilas mit einer Ansaugung und halt ein bisschen Chrom, damit es halt schicker aussieht. Macht schon Spaß, das Auto. Also ist, wie gesagt, ist noch nicht das Ende. Es wird noch ein bisschen was kommen. Aber wie gesagt, so kann ich erstmal mit leben, dass man sagen kann, man kann auch mal die Haube aufmachen. Ja, also ich sag mal, ist schon, ich finde es schön. Also so wie die meisten Fahrzeuge, die wir bis jetzt schon per Video und Film und Ton begleitet haben, ist auch dein Youngtimer nicht im Originalzustand. Nee. Leicht optimiert, sagen wir mal. Ja. Markus, erzähl mir mal kurz, was hast du verändert? Irgendwie noch ein bisschen sportlicher, ein bisschen schicker oder sag mal individueller, so wie er dir gefällt, zu gestalten? Also wir, ich und Bekannter, ich muss ja immer von wir reden, das ist immer so eine Sache, weil ich klinge immer doof. Also das Fahrzeug wurde, nachdem ich ihn gekauft habe, vier hatte der Vorbesitzer gebaut. Wobei ich sagen muss, war okay, es war viel 90er Jahre, wo ich sage, das war jetzt nicht mehr so ganz meine Sache, also Innenraum war wirklich viel 90er Jahre Zeug. Wir haben dann das Fahrzeug genommen und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt eine komplette Lackierung, das bringt einfach nichts anders, ja? Weil es waren viel zu viele kleine Stellen, dass man gesagt hat, das bringt nichts. Was zum Beispiel verändert ist, die Rückleuchten sind original Umschau-Rückleuchten. Mittlerweile sehr, sehr selten geworden. Ab und zu sind wir noch welche bei eBay Kleinanzeigen drin. Ja, aber das war dann auch schon großartig. Wie gesagt, beim 2000er noch anders ist der Spoiler, der ist aber Serie. Auspuffanlage ist komplett ab Motor geändert. Ja, was soll man so großartig sagen? Also, wie gesagt, Felgen waren auch vom Vorbesitzer noch. Die waren, als ich ihn gekauft habe, 500 Kilometer gefahren, also mager neu. Fahrwerk ist ein H&R Monotube-Fahrwerk, also auch schon ein bisschen was Teures. Also ich habe die Rechnung gefunden, die war wirklich schweineteuer. Ansonsten wie da vorne noch eine Spoilerlippe dran, damit er noch ein bisschen tiefer wirkt.
ich sag mal Standard, sonst dunkle Scheiben dunkel gemacht. Innenraum habe ich jetzt im Zweifelsfall noch ein paar Sachen verändert gehabt. Türpacken bezogen mit Alcantara, Lenkrad mit Alcantara bezogen, die Sitze waren vom Vorbesitzer schon. Der Himmel ist komplett neu mit Alcantara bezogen, weil es einfach, es war noch Flauschi-Flauschi-Stoff, so original, und war, wie gesagt, aber muss ich jetzt nicht mehr haben. Na, also das fand ich denn schon so ein bisschen schlicht und schön. Also das, ja, das ist halt so, es muss nicht großartig auffallen, es reicht, wenn es mir gefällt. Ja, muss keinen anderen gefallen, muss mir gefallen.